Es sieht schon ein bisschen kurios aus mit der Trennung zwischen uns. Tatsächlich, wir sind hier ganz eng zusammengeschnitten, nur getrennt durch diese virtuelle Baumseite da im Hintergrund. So könnte man es zumindest meinen. Ich lasse das mal als Rätsel offen. Aber was trennt denn im Moment die Bullen von den Bären am Markt? André, du bist jetzt hier bei mir und wir haben uns eben gerade schon ausgetauscht. Hast du eine Idee? Ja, wir standen vor der Börse und da war die große Baustelle. Da passiert ja einiges. Momentan muss man sagen, die Märkte sind aus meiner Sicht relativ langweilig. Es passiert so gut wie gar nichts. Der DAX wabert um die 13.000-Punkte-Marke rum, das Gold bei 1.900. Und irgendwie fragt man sich, wo kommen denn gerade die Impulse her? Weil irgendwie schaut es nicht nach großen Bewegungen in den nächsten Tagen aus. Ja, tatsächlich. Also vor allen Dingen aus meiner Sicht, jetzt aus charttechnischer Sicht, die ich jetzt ja immer so aus meiner Perspektive mit den Elliott-Wellen beispielsweise angucke, es ist sehr, sehr viel Verquertes dabei. Schon durchaus mal eine Geschwindigkeit. Das haben wir jetzt jüngst gesehen, nachdem ja Trump auch so seine Meinung da mal wieder gepostet hat, von wegen, gibt es jetzt Unterstützung oder eben doch nicht. Aber es ist eben sehr, sehr unkoordiniert und das ist eigentlich ein ganz typisches Zeichen für einen korrektiven Verlauf. Also solange der Markt eben nicht wirklich weiß, wohin mit dem Ei, wackelt er halt in beide Richtungen, notfalls auch mal ein bisschen dynamischer. Jetzt haben wir ja den DAX, die Situation, da haben wir nämlich eben uns gerade drüber unterhalten. Der bleibt ja nicht so, wie er ist. Umbaumaßnahmen vor der Börse hast du gesprochen, das hat vielleicht damit gar nichts zu tun, aber was gibt's da zu berichten? Ja, das ist noch relativ spannend. Wenn die Impulswellen an der Börse schon fehlen, dann kann man sich über die Strukturen mal Gedanken machen. Und es sieht so aus, als wenn die deutsche Börse die Struktur vom DAX verändern möchte. Schon wieder, kann man sagen. Das letzte Mal hatten sie am September 2018 schon großartig am DAX geschraubt. Damals am MDAX, den haben sie von 50 auf 60 Titel erweitert. Oder auch vom SDAX von 50 auf 70. Damals kam ja auch die Wirecard in den DAX. Kein gutes Omen, kann man heute sagen. Und jetzt ist ja wieder draußen. Ist ja schon wieder draußen. Es geht ganz schnell. Und genau das zu vermeiden, möchte die deutsche Börse eben hier den DAX auch nochmal umformieren. Man möchte hoch von 30 Titel auf 40 Titel. Und man hat sie eben auch über die Struktur Gedanken gemacht. Aktien wie zum Beispiel eine Delivery Hero, die ja neulich in den DAX reingekommen ist, könnten in Zukunft trotz der hohen Marktkapitalisierung nicht mehr aufgenommen werden, weil sie eben nicht nachhaltig profitabel sind. Man erinnert sich an Tesla in den USA, die es ja auch nicht in den S&P geschafft haben, obwohl sie 4 Quartale in Folge mit Sondereffekten positive Erträge hatten. Aber nicht so viel. Nicht genug und es war auch nur Trickserei, weil sie wollten ja den S&P. Und warum ist das wichtig, Rüdiger? Ja, weil eben die ETFs und die Fonds da auch dranhängen und das kann einiges für den Index bedeuten. In der Tat. Und da wird es eben spannend, weil wenn hier die Indexanbieter dann von 30 auf 40 Titel in den DAX reingehen müssen und die Marktkapitalisierung im DAX sich um 200 Milliarden erhöht, so viel ist da momentan im Gespräch, wird sich die Marktkapitalisierung im MDAX im Gegenzug um 200 Milliarden verringern, würde bedeuten, der MDAX mit dann nur noch 50 Titeln, weil das will man auch zurückführen, würde sich in der Marktkapitalisierung halbieren. Und ich weiß ja, für deine Impulswellen ist es ja auch wichtig, dass ein Impuls kommt. Aber du brauchst natürlich auch ein Asset, was du liquide handeln kannst. Und wenn sich der MDAX zum Beispiel halbieren würde, dann würde zum Beispiel aus dem Future raus relativ weniger Liquidität da sein, weil man eben sich mit den 50 bleibenden Aktien aus dem MDAX gar nicht so gut hedgen könnte. Ich glaube, das könnte dann ein Thema sein, obwohl der Charttechniker, der guckt am Ende nur nach den Charts. Oder ist das auch was, wo du dir Gedanken machst, Rüdiger? Naja, tatsächlich Liquidität. Direkt gucke ich nicht da drauf, aber indirekt natürlich schon. Denn wir wissen, dass Charttechnik ja nicht das Allheilmittel ist, dass man daran ablesen kann, was als nächstes passiert, was da ein, zwei Titel machen. Sondern es ist wichtig, dass viele Marktteilnehmer daran beteiligt sind. Je mehr, desto sicherer die Aussage. Also Charttechnik auf einem Markt mit nur ganz, ganz wenigen Titeln oder wenigen Marktteilnehmern, das funktioniert meistens nicht so wirklich. Könnte spannend werden. Also wir sind ja auch ein bisschen davon entfernt. Noch ist nichts beschlossen. Auf jeden Fall bedeutet das mehr Liquidität, mehr Spannung, wo auch gehandelt werden kann. Mit weniger Umsatz kannst du den Markt dann bewegen. Und da wird es eben spannend, ob der MDAX dann wirklich in der Liquidität so ausblutet. Aber ich würde es schade finden, wenn eben die Werte aus der zweiten Reihe dann plötzlich nur noch halb so viel Liquidität haben. Mein Vorschlag wäre ja, das direkt mit dem SDAX zu mergen. Aber die deutsche Börse war da schon in den letzten Jahren nicht besonders clever. Siehe Wirecard, wo man ja auch zugelassen hat, dass viele Quartale keine Berichte geliefert werden. Das möchte man ja jetzt auch ändern. Und da sollte man sich eher an den Amerikanern orientieren, die ja viel größere Indizes haben, natürlich auch mehr Aktien, um dadurch uns Tradern auch bessere Instrumente über die Liquidität zu geben, die wir dann tatsächlich auch handeln können. Ja, es wäre schade, wenn der MDAX dadurch so ein bisschen an Interesse verliert, denn wenn man ehrlich ist, der ist ja teilweise wahnsinnig gelaufen. Also ich kann mich erinnern, dass viele Marktteilnehmer sagen, wer guckt eigentlich noch auf den normalen DAX? Der ist doch total langweilig. Der MDAX ist doch das heiße Stück Eisen, hätte ich fast gesagt, ist der geile Scheiß, hat man früher gesagt, darf man natürlich gar nicht laut sagen. Ich zitiere nur natürlich, aber das ist schade oder wäre schade, wenn das nachher nicht mehr das Thema wäre.
Na gut, wir werden es sehen. Spannend bleibt es allemal an den Märkten. Wir gucken natürlich regelmäßig da drauf und überlegen, was man damit machen kann. Dafür haben wir ja viele Möglichkeiten, das dann auch eben an euch dann ranzubringen. Eine ist jetzt dieses Video beispielsweise. Wenn ihr auch mal zwischendurch ein paar Informationen haben wollt, meldet euch an hier bei finanzmarktwelt.de für Born for Trading. Dann habt ihr die Möglichkeit, das auch aufs Smartphone gesendet zu bekommen, wenn ich da mal was sehe, irgendwie ein Trade und eine Idee, die man vielleicht ganz kurzfristig umsetzen kann. Oder auch ein bisschen Know-how einfach nur, wie geht man denn an den Markt ran? Deshalb einfach anmelden, es kann nicht schaden. Ansonsten können wir eigentlich nur alles Gute wünschen, toi 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 in den aktuellen Märkten. Ein bisschen vorsichtig sein, Stops ruhig auch mal nachziehen, denn es ist ein bisschen ein Glücksspiel aktuell. Und deshalb sollten wir in der Korrekturphase uns ein bisschen ruhiger verhalten. Na, in dem Sinne. Alles Gute und Born for Trading, ich bin schon angemeldet. Das stimmt. Ich auch übrigens. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße. Ciao, ciao.